Okay, bevor wir anfangen. Vom Podcast habe ich noch nie viel gehalten. Und ich weiß auch nicht, ob ich das durchziehen soll. Ich würde das nur machen, wenn ein cooler Spruch von Sylvester Stallone kommt. Das ist sehr unwahrscheinlich. Komm her, Mann. Ich habe eine Bombe hier. Die geht gleich hoch. Macht mir nichts aus, den ganzen Laden in die Luft zu jagen. Nichts dagegen. Ich kaufe sowieso nie einen. Okay, dann mache ich's halt. Ernsthaft? Eine Woche schon wieder rum? Das ging aber ganz schön fix. Gut, fangen wir einfach an mit einem geilen Streifen. Schwarze Ninjas greifen an! Wir befinden uns im Jahr 1987. Eine Gruppe von Motorrad-Ninjas, sprichwörtlich Ninjas auf Motorrädern, reißen den Rauschgifthandel Floridas unter ihre Motorräder. Sorry, ich meinte Wurfsterne. Ja, der Chef dieser fiesen Bande heißt Yashito. Und was tut das zur Sache? Nichts? Nee, absolut nichts, wirklich nicht. Ich wollte euch einfach nur diesen Namen erwähnen. Der tut zur Handlung wirklich gar nichts, aber der Name ist doch cool, oder Yashito? Wie das halt immer so ist in diesen Filmen, sind immer die Leute gearscht, die sich dem Bösen in den Weg stellen. Es gibt immer wieder so blöde Leute, die sich diesem Bösen in den Weg stellen. Ach, was soll denn das? Bei dem reicht ein Tritt und die Scheiße ist draußen, Mann. Jeff, das ist mein Freund John. Hallo, ich habe schon eine Menge von dir gehört. Wo hast du diesen Hundesohn aufgegabelt? Er ist mein Freund, verstehst du? Dein Freund? Der Typ hat doch nicht mal einen Arsch in der Hose und das ist dein Freund? Was hast du gegen ihn? Halt die Klappe! Ja. Du Hurensohn! Ich sollte dir wirklich die Scheiße rausprügeln! Die internationale Rockband Dragon Sound, allesamt Waisen und Ausländer, die in Amerika integriert sind, denken sich, wir können den Kampf gegen diese Drogenbanden aufnehmen und müssen leider feststellen, dass sie doch nicht denken konnten. Wir treffen uns morgen an den Bahnschienen. Zeichnet Jeff. Was? Ich weiß nicht. Sollen wir da wirklich hingehen? Wir haben kaum eine andere Wahl. Wenn wir endlich Ruhe haben wollen, sollten wir hingehen. Wie? Ihr kennt Dragon Sound nicht? Dragon Sound? Was willst du noch hier, Mann? Du schießt mir meine Zeit! Du hast uns gefeiert wegen dieser gottverdammten Dragon Sound Band! Das ist doch scheiße! Die kommen daher und spielen diese Kindergartensongs! Da krempeln sich einem doch die Fußnägel auf! Die Jungs rocken die Bühne, da könnten sich Twisted Sister, Alice Cooper, Bon Jovi, Modern Talking und Helene Fischer sich definitiv eine Scheibe von abschneiden. Ernsthaft jetzt, es ist kein Spaß. Wir kennen noch keine andere Band, die sonst Musik macht über Taekwondo und Ninjas. Und wir wollen auch keine andere Band kennen, schließlich wollen wir von Dragon Sound auch nichts wissen. Egal, von nun an gilt es besoffene Brillenheinis, Biker, Leuten mit Uzis, Ninjas, Krankenschwestern, die war ja gar nicht dabei, aber trotzdem alles aus dem Weg zu räumen, was dir in die Quere kommt von Dragon Sound. Entschuldigung, kleine Dame, ich hätte gerne einen Kuss. Einen Zungenkuss, sonst sterbe ich leider. Doch nicht so. Was bist du denn für eine Kreatur? Ein Affe. Tja, um das Ganze zu schaffen, ja, dafür müssen Dragon Sound einen ziemlich hohen Preis bezahlen. Und das ist auch so ein Ding, weil die sich immer alles zusammenschnurren. Weiß man ja gar nicht mal, ob die das selber bezahlen. Alles gut. Ja, halt mal drauf. Wie viel Geld hast du auf der Bank? $200 und ein paar zerquetschte. Also 200. Ich habe 50. Ich hab's. Was willst du mit dem Geld? Wir kaufen dir Klamotten und zwar im allerbesten Laden. Ja, klar. Ja, ist in Ordnung. Seid ihr Klamotten? Was ist eigentlich noch das Problem? Denn wirklich jeder in diesem verdammten Film kann Karate oder mindestens Ninjutsu oder Taekwondo. Die Kerle haben alle den schwarzen Gürtel in Taekwondo. Dazu gehört die alte Oma, die mit ihrem Krückstock über die Straße geht, der chinesische Pizzaverkäufer. Man weiß ja nie. Aber nur eine Frage stellt sich uns. Und das ist die wichtigste Frage. Guck dir den Typ an, wie kaputt der ist. Ja, das Hirn läuft ihm aus. Werden Dragon Sound es schaffen? Werden Dragon Sound den Untergrund aufmischen? Werden Dragon Sound immer vernünftige Musik machen? Und wird Dragon Sound nicht immer irgendwelche Mädels abschleppen?
Tja, Fragen über Fragen. Aber ihr müsst es selbst schauen. Schließlich gibt es den Film nur auf einem geilen Format. Den Streifen gibt es nämlich nur auf VHS. Und da heißt er American Street Fighter. Und nicht Schwarze Ninjas greifen an. Ich habe es aber mit Schwarze Ninjas greifen an angekündigt und das war wirklich nur so eine RTL Plus Sache. RTL halt. So schnell kann man auch schon am Ende sein. Das war Trash Frequency für diese Woche mit Medium Rare. Abonniert uns, schaut mal bei Facebook rein, drückt dort auf Gefällt mir, macht bei den tollen Gewinnspielen mit, hört unsere Radiosendung und auch sonst erwartet euch ja noch viel. Ja, das war Medium Rare, High End Supreme und Quick and Dirty sind ja auch noch da. Wir sehen uns.